Tasche. Oh, die Musik ist geil. Ich fass mir mal in die Hose. Ja. Ich meine, wegen dem Typen mit den Hörnern, der ist voll sexy. Und der ist noch geiler, weil hat der, ist der König der Löwen oder was? Was? Der hat einen Bart! Der hat einen Bart! Daniel ist sprachlos. Hm. Die haben eine Beziehung, die beiden. Keine Sorge. Er fickt seinen Wookie. Der ist ein Wookie-Reiter. Kann ich einen Mann schlagen? Rowdy, schön dich zu sehen. Dazu mal, ich suche einen Freund, der heißt Paldora. Kennst du ihn? Nachdem du mich beim Zirka-Job hast hängen lassen? Vergiss es. Hat doch alles geklappt. Muss es wohl. Auf die Leute zu belästigen, hier. Daniel. Die sind schon hässlich genug. Boah, der Han Solo ist so ein dreckiger Popo-Pirat. Alles klar. Ich hasse den. Aber der Daniel liebt es, wenn ich andere Leute hasse. Der sieht sexy aus. Ja, stell dir den mal so vor in Unterwäsche. Calvin Klein, sag ich dir nur. Der ist bestimmt auf so einem, wie so ein Feuerwehrkalender, weißt du, so nackte Feuerwehrmänner auf so einem Kalender. Ein Wookie-Freund hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche... Dann guckt ihr mich so scheiße an, habt ihr noch nie einen Bart gesehen? So ich will in den Kerker. Ich will in den Kerker, Daniel. Ich stehe auf solche Spielchen. Ich habe jetzt einen Porno-Bart. Hey, du, wie wär's mit uns beiden? Der hat so einen Hals wie so eine Ente. Boah. Was ist mit dir los auf einmal? Was soll ich dazu sagen, Daniel? Ich hab einen Bart. Ich weiß nicht. Ich hasse die ganze Familie, Zoe. Die Butter ist alle. Ich krieg mich nicht mehr ein, Leute, es ist einfach... Ich hab zu viel Zucker-Intus. Jetzt gehe ich aber in den Kerker, da ist bestimmt das Klo. Jetzt kann ich auf einmal rennen, ey. Das ist die letzte verdammte Person, mit der ich reden soll, ey. Oh, jetzt ist da ein Ziel, geil. Der ist da unten im Kerker, Daniel. Ja, da war ich schon. Das ist ja so ein blaues Teil, wo ich nach oben muss. Ach da. Nicht, dass dich einer fragt, wie wär's mit dem Blowjob. Nur mit der Musik im Hintergrund. Boah. Die sind alle so hässlich. Ich will nicht, dass die mein... Wer weiß, was die für Geschlechtsteile haben. Aha, Sonne, Licht. Nicht, dass der Bart noch Feuer fängt. Alter, also, das ist so ein witzloser Charakter, Hans Solo, ey. Der ist einfach nur so ein Pirat, ey. Ich will den Film von dem nicht, Daniel. Ich weiß, wir werden ihn trotzdem sehen, aber ich freue mich nicht darauf, ey. Boah, Daniel, weniger als einen Monat, Daniel, dann ist es soweit. Am 15. Dezember. Ja. Wobei der Han-Solo-Film, der verspricht eigentlich schon besser zu werden. Wobei darüber gerade ziemlich diskutiert wird an dem Set von... der Film ist schon fertig, Han-Solo. Die Leute sind ziemlich überrascht, sarkastisch, dass der Film Solo, A Star Wars Story heißt. Das ist voll unkreativ, ey. Han-Solo, imperialer
Spezialist Ralsius Paldora. Freut mich, Sie endlich. Ich weiß nicht, an dem Set von dem Film hat man jemanden in Darth Vader-Kostüm gesehen. Geht das nicht auch leiser? Na, wir treffen uns schließlich in Kopf. Ja, aber das ist auch irgendwie nervig, weiß ich nicht, dass die für jeden Film jetzt irgendwie anscheinend Vader aus dem Hut ziehen. Müssen Sie jetzt hier rausbringen. Das ist schlecht. Ja, ich weiß nicht, die tun irgendwie, damit der, als, weiß ich nicht, der Film soll ja um Han Solo gehen und die tun ein bisschen zu sehr, damit der Film Erfolg wird, die Vader-Kuh melken. Ja, ja. Ich freue mich schon, dass der im Film da ist, aber der dürfte da eigentlich nicht sein. Jedenfalls, also, weiß ich nicht, der dürfte jedenfalls nicht in Kontakt mit Han Solo treten. Sonst würde da die anderen Filme irgendwie über den Haufen werfen. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Die Musik ist voll episch. Mit dem bärtigen Mann sprechen, was? Muss ich jetzt selbst Gespräche führen, oder was? Ein Freund von dir? Wer sind denn für Geräusche im Hintergrund? Oh! Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Wo muss ich denn jetzt hin? Komm jetzt. Weg. Die Leute sind gar nicht zufrieden, wie der Schauspieler für den Han Solo aussieht, ey. Also mal die Fresse halten. Überhaupt nicht. Bin in der Videosequenz, ey. Das ist die Schuld von dem Typen mit dem Bart. Die Frage wurde immer noch nicht geklärt, wie die das Lichtschwert von Anakin in die Hände bekommen hat, ey. Im nächsten Film. Noch mal ein paar hier kalt gemacht. Ja, ich kämpfe auch gerade gegen die. Boah, ich bin schon wie Alter! Ey, ich hasse Han Solo und Leia. Die verrecken so schnell, ey. Nee, da fragt man sich, wie können die eigentlich gewinnen, ey. Das ist so unnötig, ey. Wenn die solche Pisser da ständig mit sich rum... Oh, der Han Solo hat eine Rammstoßattacke. Ja. Mach dann auf. Okay. Nein, nichts. Ist ja. Mal gucken, wie weit man damit rennen kann. So weit. Muss mal jemanden damit anrennen. Ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn man sich zu viel Zeit lässt, dann sagt einem das Spiel, wo man hin soll. Hm? Jetzt bei den Palast auch passiert. Ja. Also im Sinne von, yeah, du Idiot. Ja. Das Spiel ist halt sehr benutzerfreundlich. Ihr hättet die Granate noch geworfen. Das ist nicht meine Granate, Daniel, das ist so ein Detonationsding. Ja, der Gegner meine ich. Naja, so ein Sprengsatz hier, so ein. Ja, was sehr cool ist in dem Spiel, die Stormtrooper werden dreckig, ey, wenn die hier in der, auf der Karte rumlaufen. Ja. Also Multiplayer jedenfalls. Ihre Infos müssen gut sein, wenn sie so viele Truppler auf sie hätten. Ja, auch, die haben ganz braune Füße, ey. Ja. Mein Gott, der hat einen Bart. Was? Sturmtruppler in seinen Helm war, schmutzt ja so aus, der einen Bart gab. Schön und gut, aber auch. Was ist mit Kashyyyk? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Was hat die Republik denn vor? Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn es sein muss. Und ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Oh.
Ja, einen Satz aus dem alten Film hier reingemacht. Okay. Kennen Sie Marx aber schlecht. Gibt doch ein kleines Easter Egg auf der Karte, oder ich weiß nicht, ob das wirklich ein Easter Egg ist, aber irgendwo ist so ein Schiff, so ein ähnliches, so dasselbe Schiff hat auch Boba Fett und Jango Fett geflogen. Okay. Ob das genau dasselbe von, ja, Slave One, ob das jetzt dasselbe ist oder einfach nur dieselbe Marke. Ja, okay, du hast recht, wenn man sich zu viel Zeit lässt, sagt das Spiel einem, was man. Was ist das denn für eine Missionsbeschreibung? Arsch wicken? Und die auch ausschalten. Ich hab's gefunden. Die Kiste, ne? Ja. Da kommt ein Traitor. Die Leute weggehauen. Alles klar, Zündung. Also die Ragdoll ist echt gut, die Ragdoll-Animation, ne? Ich weiß gar nicht, warum die Leute direkt wieder sich über das Spiel beschweren, ey. Ja. Muss mal gucken, wie der PvP ist, ey. Ja. Also, wo habe ich denn nur diese Wookie gefunden? Ich finde sie. Ja, noch mehr suchen, ehrlich. Na, die Wookies werden als Sklaven verwendet. Hm. Der große Chewbacca, da. Ja. Und die auch ausschalten. Ja. Asche.